Servus Assassin's Creed Freunde, heute schauen wir uns zwei Themen an zur Prüfung der Götter. Einmal wird der Rhythmus geändert, das heißt jede Woche wird die Prüfung der Götter kommen und ein neues Anubis-Set kommt ins Spiel. Die erste Veränderung in der Prüfung der Götter ist, sie werden im Wochentakt spawnen, nicht mehr alle zwei Wochen. Wir haben jetzt keine Woche mehr hohl, sondern für jede Woche gibt es dann einen Boss. Bedeutet, wenn jetzt dienstags um 16 Uhr der Sobek-Boss verschwindet, dann kommt um 16.01 Uhr direkt der Sekhmet-Boss hinterher. Und so können wir natürlich die Anubis-Waffen sehr schnell kriegen. Finde ich auch cool für die neuen Leute, die das Spiel sich jetzt kaufen. Die kriegen natürlich dann in einem Monat schon das Anubis-Set zusammen, nicht in zwei. Und das Ganze wird dann etwas verkürzt. Natürlich ist dann die Community-Herausforderung ebenfalls aktiv. Heißt natürlich, man kommt auch ans goldene Anubis-Set um einiges schneller ran. Ebenfalls in einem Monat kann man sich dann das goldene Anubis-Set abstauben. Dann kommt noch eine neue Erweiterung ins Spiel, und zwar wird die Prüfung der Götter von der Schwierigkeit etwas angehoben. Mittlerweile ist es ja so, wenn man schon länger im Endgame unterwegs ist, hat gute Waffen, hat sehr viele Fähigkeiten, dann sind die Prüfungen der Götter schon sehr einfach. Man braucht dann 1 bis 2 Minuten, sogar auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, und dann sind diese Bosse schon weg. Und da hat Ubisoft was richtig Cooles gemacht. Es gibt jetzt eine Prüfung der Götter in schwer, wo die Götter einfach nochmal mehr Leben haben, mehr Schaden austeilen, dass das Ganze hier nochmal ein Tick schwieriger wird. Hier seht ihr schon die neue Liste, wie die Bosse spawnen werden im März. Es spawnen dann immer zwei Bosse gleichzeitig. Einer auf normal, die kennen wir bis jetzt auch schon. Und dann eben die Bosse auf schwer, wo wir dann auch das neue Anubis-Set bekommen. Dazu später mehr. Vom 6. bis zum 13. März kommt dann der Anubis-Boss auf normal und gleichzeitig der Sekhmet-Boss auf schwer. Vom 13. bis zum 20. März der Sobek-Boss auf normal und der Anubis-Boss auf schwer. Vom 20. bis zum 27. März der Sekhmet-Boss auf normal und der Sobek-Boss auf schwer. Und dann vom 27. März bis zum 3. April der Anubis-Boss auf normal und der Sekhmet-Boss auf schwer. Schauen wir uns jetzt die drei Anubis-Sets an. Die zwei, wo ihr jetzt hier seht, sind soweit schon im Spiel. Das obere Anubis-Set bekommt man, wenn man die Bosse auf normal tötet. Pro Woche bekommt ihr immer eine Waffe. 4 Wochen später habt ihr dann alle 4 Waffen und bekommt on top die Montur dazu. Dann das untere Set, das ist das goldene Anubis-Set, bekommt ihr durch die Community-Herausforderung. Wenn ihr die mit der kompletten Community abschließt, man muss da um die 100 bis 300.000 Bosse töten in einer Woche, dann bekommt man ebenfalls in einer Woche hier immer einen Gegenstand raus. In 4 Wochen hat man dann somit alle Gegenstände und bekommt dann natürlich die Montur on top gratis dazu. Von den Waffen her muss man sagen, sind teilweise gut, teilweise nicht so. Entsender der Seelen, eine der besten Waffen. Sonnentöter ist nicht so geil. Beim Wastzepter und beim Schakal ist es genau umgedreht. Da ist der Schakal eine sehr geile Waffe. Die Schilde finde ich, ja, nicht wirklich gut. Mir gefällt der letzte Bonus nicht. Von den Bögen her kann man den unteren Bogen auf jeden Fall verwenden. Der obere ist nicht so gut. Und von den Kostümen hier ist es einfach Geschmackssache. Kommen wir zum neuesten Anubis-Set. Das kommt ab dem 6. März ins Spiel rein. Hier seht ihr schon die Montur. Die Montur bekommt ihr natürlich ganz am Schluss, also im Endeffekt dann in 4 Wochen. Sieht nicht schlecht aus. Scheint so, als wurde die Haut abgezogen. Man sieht halt ja das nackte Fleisch mit den ganzen Fasern und so. Auch ein sehr cooles Anubis-Set, wobei ich jetzt sagen muss, nach 3 Anubis-Sets, glaube ich, sollten sie das jetzt eher mal ein bisschen wechseln, dass vielleicht ja mal ein Sobek Kostüm oder eine Sobek-Montur reinkommt. Das wäre auf jeden Fall geil. Wir sehen jetzt hier auch noch die neuen Waffen. Ist auch nicht schlecht. Und eine Waffe ist soweit auch schon bekannt und auch im Spiel. Die neuen Waffen sehen auf jeden Fall richtig geil aus. Sind rot-schwarz gehalten. Gerade das rote Schild sieht nicht schlecht aus. Das Schwert bekommen wir ja dann schon am Dienstag, am 6. März. Dann können wir auch gleich gucken, was für Fähigkeiten drauf sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die Waffen gut sind oder schlecht. Müssen wir mal schauen. Und wie gesagt, eine Waffe von diesen 4 ist anscheinend schon im Spiel, und zwar geht es um den Bogen. So wie es aussieht, ist das der Bogen des Schakals. Wir können das auch vergleichen. Hier seht ihr jetzt das Bild, das im Spiel schon drin ist. Zu Beginn
oder wer das Spiel zu Beginn gespielt hat, konnte diesen Bogen freischalten bei einer Nebenquest. Mittlerweile wurde der schon, boah, ich glaube, 2 oder 3 Monate rausgenommen aus dem Spiel. Aber die Leute, wo halt am Anfang gespielt haben, die haben diesen Bogen behalten, nur aktuell kann man ihn nicht mehr bekommen. Und so wie es aussieht, ist das dann sogar der Schakalbogen. Ähnlichkeit hat er auf jeden Fall, bleibt mal abzuwarten, aber ich bin mir da relativ sicher, dass es der gleiche Bogen ist. Das war's soweit von den News. Auf jeden Fall richtig geil, dass Ubisoft da nochmal an der Prüfung der Götter was rumgeschraubt hat, dass man es nochmal ein bisschen schwerer hat und dass wir natürlich nochmal ein neues Set bekommen. Ich hoffe auch in Zukunft, dass es so weitergeht, aber dass wir dann andere Sets bekommen, vielleicht von Sobek oder Sekhmet, wäre auf jeden Fall richtig nice. Paar Sobek-Waffen wären wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Sets noch haben wollt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen. Wer mehr sehen will, abonniert einfach meinen Kanal. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.